Wir sind hier mitten bei einem Sonnenuntergang und es wird schon langsam dunkel. Der Vollmond steigt schon auf. Die Zombies sind wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt. Und ja, wir sehen hier fast gar nichts. Es wird Zeit, dass wir mal Fackeln bekommen. Wir könnten. Ah ja, das ist gut. Wir können jetzt in unserem Ofen erstmal ein kleines Feuerchen machen, damit wir schon einmal Holzkohle bekommen. Ich setze das einfach mal hier irgendwo hin. Ich kann nämlich fast gar nichts erkennen. So. Gott sei Dank, es ist etwas heller geworden. Dank dem Ofen. Und ich höre schon die Schritte der Zombies hier draußen. Oder des kleinen Chicken McNugget. Aber hier sind sie schon irgendwo. Die lauern nur auf uns. Okay. Für eine Fackel benötigen wir eine Kohle und einen Stab. Holzkohle haben wir jetzt. Stäbe haben wir auch noch. Dann würde ich sagen, quaffen wir uns einmal eine Fackel. Oh, sogar vier. Ja, 8 Stück. Ja, das müsste reichen. Dann bringen wir mal etwas Licht in die Dunkelheit. Ach du Scheiße. Da sind sie schon. Komm nur her, ich verprügel dich. Du Mistvieh. Das war knapp. Okay. Ups. So, wir haben jetzt erstmal hier so eine kleine Erdfestung. Ist zwar nicht sicher vor Creepern, da die hier alles zerbomben können. Aber erstmal besser als eine Holzfestung, da diese abfackelt. So, ich würde sagen, betreiben wir erstmal noch ein bisschen Bergbau. Ja, ich habe auch jetzt festgestellt, dass ein Let's Play genau eine Nacht und einen Tag geht. Und genau wenn ein Let's Play aufhört, dann geht die Sonne unter. Und ja, und wir beginnen immer mit einem Sonnenaufgang. Oder nein, mit einem Sonnenuntergang. So rum. Ja, und der Tag geht, glaube ich, ungefähr 7 Minuten. Genauso wie die Nacht. Also passt das schon ungefähr. Graben uns ganz schön weit runter. Ich weiß noch gar nicht, was wir als nächstes bauen wollen. Ich meine, ein ordentliches Haus wäre vielleicht erstmal noch das Wichtigste. Und danach vielleicht ein Vorgarten oder sowas. So. Und ich höre schon wieder die Spinni.
Bin ich, bin ich, bin ich. Auf Backe. Komm schon, komm her. Wow. So. Ich würde sagen, noch ungefähr 3 Minuten, dann wird's schon wieder hell. Gott sei Dank. Dann sind die ganzen Zombies wieder weg. Aber was wollen wir schon im Dunkeln machen? Außer uns in unserer Bergwerksmine zu verschanzen. Und ein paar Blöcke einzusammeln. Oh. Wir haben gerade eine riesige Höhle entdeckt. Riesiges Zombie-Nest, würde ich mal meinen. Da unten war ja die Lava, wenn ich mich recht entsinne. Jap. Dafür bräuchten wir nochmal ein paar Fackeln. Da kommen wir gleich zum Ursprung der ganzen Zombie-Pest. Boah. Ich möchte nicht nochmal sterben. Ich möchte auch nicht herunterfallen. Fuck, ey. Die kommen aber auch aus allen Winkeln geschossen. Fuck. Scheiße. Naja, was soll's. Wir waren ja gleich hier in der Nähe. Perfekt. Da ist noch ein Creeper. Besser kann es gar nicht mehr werden. Scheiße. Schnell ins Haus. Oh nein. Oh. Das war gar nicht gut. Nimm's mit meiner Hand auf. Komm. Komm doch her. Och nee. Bitte nicht. Kommt schon, Leute. Was hab ich euch getan? Die Sonne geht gerade auf, aber das hilft uns gerade auch nicht viel. Müssen wir halt erstmal mit Hand kämpfen. So, komm doch her. Was willst du? Willst du dünner Brot? So. Das war knapp. Gerade so geschafft. Und ich habe gerade noch einen Creeper. Gar nicht gut. Wir machen am besten hier den Höhlenmist erstmal weg. Erstmal zu. Ich habe nämlich gerade schon wieder einen Enderman gehört. Und irgendwie wird es hier gerade gar nicht besser. Wir sind hier in der Hölle, würde ich mal meinen. Es wird Zeit, dass wir mal ein richtiges Haus bekommen. So. Wie ich sehe, wir haben Eisen. Und das können wir jetzt sehr dringend benötigen, damit wir erstmal Schafe scheren können. So. Vorher das Ding hier noch zugemacht. So. Unsere Tür. So. Alles wieder beim Alten. So. Ah ja, das Eisenerz müssen wir erstmal schmelzen. Wir brauchen ja nur 2 Eisenbahnen. Dann können wir ja schon unsere Schere kurfteln. Hey! 1 und Nummer 2. Oh, komm schon.
Wow, da ist es schon. Perfekt. So, da ist schon unsere Schere. Und ich würde mal meinen, gehen wir mal auf Schafejagd. Die waren ja hier hinten ungefähr. Wir haben das ja schon mal erkundschaftet. Ah, ich sehe schon eins. Und da hinten ist sogar noch eins. Jetzt bräuchte man nur noch ein Scharfschützengewehr und voll. Bam. Headshot-Keule. Jo, guck mal hier. Nummer 1. Wie viel Wolle braucht man eigentlich? Für ein Bett. Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen erstmal so viel mit, wie wir kriegen können. Wenn es denn noch welche gibt hier. Schweine gibt's. Eier gibt's, aber Schafe gibt's irgendwie hier nicht. Apropos Schweine. Wir könnten noch ein bisschen Futter benötigen. Komm schon, wir wollen doch nur dein Fleisch. Och, Schweini. Nicht mal was zu essen hast du uns übrig gelassen, ey. So ein Egoist. Komm jetzt her. Ich erstech dich mit einer Schere. So, und hier haben wir noch gleich noch ein Schaf. Ein kleines Schäfchen. So. Erstmal was. Lecker. So, jetzt sind wir erstmal satt. Oh, hier gibt's aber auch eine Menge Schweine. Am besten nehmen wir uns gleich noch Notvorrat mit. Ah, ich hab gehört, schwarze Schweine bringen Unglück. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. So. Jetzt haben wir erstmal etwas zu essen. Woll haben wir auch. Ich weiß zwar nicht, ob's reicht. Ach du Scheiße, ein schwarzes Schaf. Das bringt Unglück, weg mit dir. So. Knochen. Sind immer gut, kann man ein bisschen Knochenmehl machen. Nochmal Knochen. Knochen, 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 Knochen. Ja. Bevor wir uns jetzt noch ein Bett machen, holen wir uns noch ein bisschen Holz, würde ich mal meinen. So. Aber wir könnten dann vielleicht später auch noch mal ein bisschen die Gegend erkunden. Wir waren jetzt noch nicht gerade so weit weg. So. Aber ich weiß noch gar nicht, wollen wir hier überhaupt bleiben oder wollen wir vielleicht noch ein Stück nach Rinder und wollen dort unser Lager aufbauen. Und da hinten ist, wie es aussieht, auch ein Berg. Hier ist es ein bisschen sumpfig. Ein bisschen zu sumpfig, würde ich meinen. Hier hinten haben wir unser Meer. Ich meine, hier könnten wir vielleicht so eine
Sumpfhütte bauen. Aber so ein richtiges Strandhaus bringt er hier auch irgendwie nichts, da er hier nur Sumpf ist. Außer vielleicht dort drüben. Dort könnten wir vielleicht ein kleines Strandhaus aufbauen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber hier in der Gegend, ich weiß nicht. Ganze Sumpf hier macht einen irgendwie aggro. Ist auch komisch, dass jetzt hier die Bäume in der Luft hängen. Aber ist ja ein blockiges Spiel. So, ich glaube, das reicht dann auch mal wieder. Wie viele Rohstoffe haben wir denn jetzt? Können wir schon auswandern? Was meint ihr? Wollen wir es schon wagen oder vielleicht bleiben wir hier noch mal ein paar Nächte in der kleinen Baracke? Da bauen wir dann erstmal unsere Mine noch ein Stück weiter aus. Und wenn wir dann genug Rohstoffe haben, dann können wir es wagen, meine ich mal. Dann können wir ein bisschen mehr Demokratie wagen. Wenn wir das höher bauen, würde das jetzt die Spinnen abhalten, uns anzugreifen? Erde geht schon wieder aus. Wo gibt's eine Erde? Weit und breit keine Erde. Komisch. Ah, da gibt's ja schon welches, hä? Oh, und es wird schon wieder dunkel. Hey, Zombies. Ich hab euch vermisst. Vor allen Dingen den Creeper hab ich vermisst. Oh, ist er nicht süß? Und er läuft auf uns direkt zu. Oh. Und er will uns umbringen. Oh, ist doch nicht süß. Und er verfolgt uns. Oh, scheiße. Obwohl, hier kann er ruhig mal ein bisschen was sprengen. Na komm. Na guck mal hier. Oh, sehr gut. Dankeschön. So kann man seine Arbeit auch erleichtern.
Klack, klack, klock, klock, klock. Wie spät ist es eigentlich? Wer hat schon wieder an der Uhr gedreht? Tralala. So, machen wir mal noch ganz schnell unsere Baracke fertig. Und ciao.